Hola und herzlich willkommen zu Yam Tam Tam. Wir machen heute ein traditionelles spanisches Gericht und zwar Paella. Eieiei, los geht's. Das war mexikanisch. Verdammt. Wir müssen anfangen zu schnibbeln. Erst einmal Gemüse. Und Hähnchen. Wir machen nämlich eine Paella Mixta. Das ist eigentlich keine traditionelle Paella, weil in die Paella Valenciana kommt kein Seafood. Aber inzwischen isst man das in Spanien sehr gerne so und wir auch. Ich habe auch einen Paella-Effekt. Man nennt nicht nur das Gericht Paella, sondern auch die Pfanne, in der wir es zubereiten. Die haben wir extra besorgt. Ja, ich schnapp mir die Paprika. Dann nehme ich erstmal die Zwiebel. Hast du eine lustige Geschichte zu Paella? Ja, ja, natürlich. Ja, hau raus. Ich habe in Spanien in Valencia vom Paella-Meister gelernt. Und wir haben tatsächlich in seinem Garten Schnecken gesammelt. Weil ursprünglich, man sagt, ist die Paella so entstanden, dass die Arbeiter aufs Feld gegangen sind quasi. Und sie hatten nur Reis und Olivenöl dabei. Und dann kam quasi in die Paella, was man gefunden hat. Deswegen war die Paella auf dem Land eher mit Sachen vom Land, also mit Hähnchen oder Ente und eben Schnecken. Und je näher man zum Meer kam, desto mehr Seafood war drin. Bilden mit Billy. Ich habe auch was. Na. Paella kommt vom lateinischen Patella und heißt Platte. Juhu! Bilden mit Felix. So, jetzt aber genug. Wir haben jetzt hier Hähnchenschenkel. Die werde ich jetzt einfach grob zerteilen. Wirklich? Also, Beil wäre auch geil, haben wir aber nicht. Geht aber auch so. Hör auf zu naschen. So. 6 Teile Hähnchen. Und während du die Tomaten schneidest, warte ich das schon mal an. Ja. Spricht denn jemand von euch Spanisch in unserer Community? Ihr dürft gerne jetzt euren liebsten spanischen Satz in die Kommentare schreiben. Ich hatte Spanisch in der Schule. So, jetzt kommt das Hähnchen in die Pfanne. Als ich in Valencia die Paella gemacht habe, haben wir das in so einer riesigen Pfanne, ich glaube für 30 Personen oder so, auf dem offenen Feuer gemacht mit Ente und wie gesagt, die Schnecken. Und ich weiß ja, der Spanier war total überrascht und erfreut, dass ich gerne Schnecken esse. Ich esse ja alles gerne. Es spritzt! Warte! Dann hör doch mal auf damit. Die größte Paella, die hergestellt wurde, im Guinness-Buch der Rekorde. Jetzt darfst du schätzen, für wie viele Personen war sie? 1000. 100.000. Wow. In einer 20 Meter Durchmesser großen Pfanne. Und über 1000 Kilogramm Schnecken waren drin. So, unsere ganze Küche sieht aus wie Sau. Ich gebe mal die Zwiebeln dazu und dann muss man deinen Kram auch schnell dazu geben. Ja, okay, ich beeil mich. Ich möchte übrigens sagen, dass wir nur versuchen, eine Paella zu machen. Ich weiß natürlich, dass die Paella die große Kunst der spanischen Küche ist und dass wir niemals daran kommen werden, aber wir haben eine gute Version für zu Hause. Ist das nicht immer so auch bei der Pizza? Wir wollen ja natürlich niemanden beleidigen, sondern wir nähren uns nur an. So, wie sich jetzt die Paprika dieser Pfanne. Das reicht schon an Tomate, glaube ich. Okay. Ja, der Rest darfst du naschen. Brutzel, Brutzel, Brutzel. Ich würde sagen, wir räumen jetzt einfach mal kurz auf. Leute, ich muss eh noch ein bisschen braten. Ja. Ich gebe ein bisschen Salz und Pfeffer aufs Hähnchen. Salz und Pfeffer. Ich schiebe schon mal Reis und Brühe in die Richtung. Das ist so nett von dir. Denn die brauchen wir gleich. Gut, dann darf der Reis dazu. Der wird ganz kurz angeschwitzt. Das ist übrigens spezieller Paella-Reis. Wenn ihr jetzt keinen krassen spanischen Supermarkt um die Ecke habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel Risotto-Reis nehmen. Ich wollte gerade sagen, ist nicht die Paella so ein bisschen das Risotto der Spanier? Darf man das laut sagen? Oh. Wahrscheinlich nicht. Ah, ist das doch was ganz anderes? Natürlich was anderes, aber. Vor allem auch von der Herstellung. Bei Paella wird ja im Gegensatz zum Risotto nicht gerührt. So, der Reis wird kurz mit angeschwitzt und jetzt. Brühe. Man kann auch nur Wasser nehmen, aber mit Brühe finde ich, schmeckt es ein bisschen besser. Das ist jetzt Geflügelbrühe, ne? Ja. Ja. Aber Gemüsebrühe geht auch. Und nun kommt eine ganz besondere Zutat, super teuer, das teuerste Gewürz der Welt. Aber so lecker. Es ist Safran. Die feinen Härchen des Kokoses. Der Safran sorgt zum einen dafür, dass die Paella wunderbar duftet und vor allem auch schön gelb wird. Und lecker schmeckt. Aber jetzt müssen wir erst ein bisschen warten. Ja. Unsere Paella ist jetzt halb fertig. Aber hier fehlt ja auf jeden Fall noch was Grünes.
Halbfertig trifft's gut, denn diese Bohnen werden jetzt halbiert. Oh, noch ein bisschen kleiner geschnitten, ne? Sei nicht so faul. Ich hol dir ein Brett. Zusammen sind wir stark. So, Köpfchen ab. Ja. Ab mit dem Kopf. Oh. Jetzt in solche Streifen. Nämlich in die Paella kommen diese dicken, breiten Bohnen traditionell. Die duften vorhin nach Bohnen. Mhm. Die verteilen wir jetzt mal hier oben drauf. Ich auch. Okay, okay. Warte, ich nehme hier deine Stückchen noch mit. Ich komme gleich mit in die Reihe. Wir haben jetzt hier nämlich noch unser Seafood aufgetaut. Auch Meeresfrüchte genannt. Frutti di mare. Das war jetzt allerdings italienisch. Ihr könnt auch Muscheln nehmen oder was ihr gerade habt. Für eine Paella-Mixer ist das Seafood gerade gut, was ihr wollt. Ja, wir müssen auch auftauen, weil Berlin ist leider nicht am Meer, auch wenn ich das gerne so hätte. Und da das Seafood schon vorgekocht ist, reicht es, wenn wir es einfach so hier oben drauf verteilen. Tja, und jetzt muss man wieder warten, bis der Reis fertig ist. Achtung, Felix. Ja. Und jetzt erzähle ich dir, was ich noch gelernt habe in Spanien. Ja. Die Paella singt nämlich. Man muss ganz genau hinhören, was sie zu sagen hat. Weil traditionell hat die Paella unten eine Kruste, wenn man alles richtig macht. Und dann macht es so. Ja, ich höre auch. Nicht singen. Doch, Carmen. Unsere Paella ist jetzt fertig. Sie muss nur noch kurz durchziehen. Und zwar macht man das mit Alufolie oben drauf. Die ganze Flüssigkeit ist verdampft. Und sieht schon wunderbar bunt aus. Du musst jetzt nicht mit dir tanzen, okay? Ein Flamenco vielleicht. Dabei möglichst nicht die Finger verbrennen. Jetzt müssen wir uns nur noch 10 Minuten gedulden und dann können wir endlich probieren. Vergiss mich aber nicht. Wie könnte ich? Ich habe jetzt noch ein bisschen mit der Paella getanzt. Ich dachte, sie soll ruhen. Ups. Naja. Und jetzt können wir sie anrichten. Ja, es fehlen noch ein paar schöne Zitronenschnitze. Die sieht wirklich schön aus, finde ich. Schön bunt. So. An den Rand. Und jetzt habe ich noch eine letzte Paella-Info. Dann höre ich auf. Und zwar isst man das traditionell eigentlich aus der Pfanne. Jeder hat so sein Viertel oder Sechstel oder Achtel, je nachdem wie groß die Paella ist. Man isst nur von seinem Stück und stochert nicht beim anderen rum. Okay, das heißt, das ist jetzt mein Stück. Dann nehme ich das. Okay, dann rein. Jetzt noch ein bisschen was von unten holen. Ich probiere direkt mal so ein bisschen Hähnchen. Ah. Also ich finde, man fühlt sich gleich wie auf so einer Terrasse in Barcelona. Und der Safran, der so langsam die Zunge heruntergleitet. Ihr habt gesehen, Paella selber machen ist gar nicht schwer. Wenn ihr es gemacht habt, schickt uns gerne ein Foto unter dem Hashtag Yamtantan. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten, denn das nächste Mal gibt es Thüringer Klöße mit Gast. Hey, wer könnte das sein? Ja, findet's heraus. Tschüss! Tschüss!